Ja, meine lieben Freunde, weiter geht's mit Mafia. Wir haben beide zu tun, Tommy. Wir reden später. Okay. Falls man jetzt den Saleri oder Luigi etc. pp. Alle die jetzt mal schlägt oder so. Ja. Was hast du heute für mich, Ralphie? Da kommen alle auf mich zu und erschießen mich. Hier gibt es an Meg. Ich muss bei Vincenzo noch eine Knarre holen. Es gibt hier einen Weg rauszukommen. Ohne jetzt eine Waffe oder Auto zu. Und das werde ich euch nach dieses Let's Play, also Spiel beenden. Dann zeige ich euch das mal. Wartet mal. Ich muss mal was zeigen. Muss euch mal was zeigen. Das Auto. Er hat eine neue Schlösser, aber wenn man wie du im Geschäft ist, dann. Interessiert mich nicht, was du sagst. Jetzt müsst ihr gleich mal genau zuhören. Hoffentlich klappt das. Jetzt. Hallo Vince, danke. Du weißt, warum ich Habt ihr das gehört? Gut. Ja, was kannst du tun? Frank wusste, was passieren würde. Was hast du denn für mich? Ein 1911er Colt sollte reichen, aber hier ist noch eine Schrotflinte. Ich will aber... In Sizilien nennt man sie Lupara. Wird jemand gefunden, der damit erschossen wurde? Wissen die Leute Bescheid. Leider ist das eine passende Gelegenheit, sie einzusetzen. Die Reichweite ist begrenzt, aber sie streut ordentlich. Damit triffst du immer. Hätte nicht gedacht, solche sizilianischen Traditionen kennenzulernen. Okay, der sagt danke, Ralphie, obwohl ich bei Dings bin. Worauf ich gesagt gemacht habe. Ich will die Thompson haben, so eine dumme Schrotflinte, aber okay. Komm, ich mach das mal einmal. Bleib ruhig, Tommy. Warum drehst du durch? Okay, man darf das lieber nicht so oft machen, okay. Übrigens, wenn man... Wenn die Garage jetzt alles voll ist, Tempomats, da muss man Auto entfernen. Ach ja. Gut, fahren wir mal los. Boah, die... Entschuldigung. Okay, der Biff muss schon genau bei der letzten Mission Biff und sind einem Typen. Dann da. Okay, ich will nichts verraten. Finde Frank, hol dir die Kassenbücher und lege ihn dann um. Okay. Entschuldigung, okay, ich muss aufpassen. Wenn ich Glück habe, erledige ich einen Polizisten. Warte mal, wenn ich einen finde. Okay, oh, da hinten ist einer, Mist, ey. Da muss ich vorsichtig fahren. Ne, kann ich jetzt nicht machen. Der Stadt einer bis rechts gesehen geht jetzt nicht. Egal. Biff. Ich hab vergessen, die Stoppuhr zu machen. Mist, ey. Okay, dann mach ich dann die Mission. Da ist da. Okay, ich zeig euch, wo ich Schluss mache. Das dauert aber eine Weile. Damit ihr was zu gucken habt. Warum zieht er so ein Gesicht? Da ist ein Polizist, den wir zuerst eliminieren. Warte mal, schauen wir manuell. Mist. China da. Oh Mann, ey, ist doch auch eine Polizistin. Mist. So, ich wollte nur die Waffe haben. Polizeiangriff auf Polizei. Ah, da ist die Waffe. Einstecken, das war schnell.
Wo ist denn der? Ach, da hinten. Giant down. Hallo, ich hab gar nichts gemacht, Mann. Reg dich ab. Alles klar, Alter. Okay. Schöne Grüße von Mr. Salieri, Biff. Wir müssen wissen, wo sie Frank verstecken. Tut mir leid, Tommy. Das weiß ich nicht. Frag doch mal Little Tony. Steht gut mit den Bullen. Nein, Little Tony weiß mehr. Ach, schade, ich dachte, okay. Aber bei der Mission, gewöhnt nicht besser dran, weil da hat er sich getraut, mich zu hauen. Ja, ich glaube, da hat er einen Baseballschläger oder ein Messer oder so. Oder gar nichts. Okay. Ich weiß wohl, das ist am Rathaus. Pass auf! Okay, fahr ich dann über den Tunnel. Immer weiter nach Süden und bin schon da. Ja, warum stehst du da am Weg? Nein. Oh. Oh. Ich hab grad was geguckt, Freunde. Sorry. Guck, ein bisschen Zeit zu gewinnen. Aber nicht zu schnell fahren. Übrigens, ein Polizeiauto darf eigentlich fast so schnell fahren wie normal PKWs. Maximal Tempo von 90 Stundenkilometern, zwischen 90 und 105, irgendwo dazwischen. Ja, ich komme schon mit der Hälfte, weiß ich nicht. Wenn da kein Polizist in der Nähe ist, fahr ich weiter. Ich wusste es. Ach komm, bezahlen wir einmal, ist nicht schlimm. Keine falsche Bewegung. Schon will ich den Nilo los. Das war ein Vergehen. Sie müssen eine Strafe bezahlen. Tom denkt, hey, ich kann doch nichts dafür. Okay, kein Problem. Hier ist das Geld. Das muss ja passieren. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Ja. Es geht nur dreimal, das hab ich doch schon mal gesagt. Aber es muss stehen bleiben. Ja, Leute. Was? Komm. Ist ja grün. Oh, meine Lichter stellen sich an. Bei GTA ist das ganz anders. Da durfte über Rot fahren, Unfälle machen. Außer, ja, das übliche Eliminieren von Kram, Randale zu machen. Oh, das ist ein Polizist. Das darf man natürlich nicht machen. Ich weiß nicht, ob der mich schlägt oder ob der Angst hat, wie Biff. Ich guck mal, ich glaube aber nicht. Aber als Sicherheit. Steigen wir mal aus. Na Tony, wie läuft's? Mr. Salieri will wissen, wo die Bullen Consiglieri Frank verstecken. Und Big Biff meint, du könntest was darüber wissen. Alles klar, Tom. Ich weiß nicht genau, wo sie Frank verstecken, aber ich weiß, dass da kürzlich so ein schräger Vogel war. Der hat was von Frank und den Bullen gezwitschert. Sie nennen ihn Joe der Idiot, weil er ein Vollidiot ist. Der hängt oft auf dem Gelände unter der Brücke in der Nähe von Bertones Tankstelle rum. Du erkennst ihn an seiner Glatze. Danke, Tony. Du hast was gut. Vielen Dank. Kein Problem. Okay, der macht nichts. Schießen. Kein Quiz. Scheiße, ich hätte es noch lassen sollen. Aber wo ist der Polizist? Normal, wenn ich ihn schon finde, ne? Jetzt oben. Zack, Alter.
Der Hund hat mich auch schon aufgeregt. Ne? Tut mir leid. Wartet mal. Ah, la 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 la. Oh Mann, ey, ich wollte nur mal testen, was Sachen so schlimm, ey. Entschuldigung. Die Waffe brauchst du nicht, die habe ich schon. Ja, komm da her. Oh, das ist so, egal. Oh, fahr ich extra falsch. Gut, kann ich schon mal zurückfahren. Wo ich schon einmal her bin, dann kann ich ihn überfahren. Aber bei Five halt extrem sowieso das Beste. Keine Polizisten, keine Mafiosen, weil nämlich bei Freifahrt gibt es zum Beispiel Mafiosen. Wenn man die einmal schießt, verfolgen die euch. Also bei Freifahrt extrem nicht nur der Nachteil ist, wenn euer Auto beschädigt ist, habt ihr Pech gehabt, dann könnt ihr nicht das Auto reparieren. Bei Locus Beton, dann kostet es glaube ich... Ja, oh, Polizist. 3000, ne, 2000 Dollar glaube ich, Reparatur. Naja. Es gibt eigentlich nichts zu tun. Story, das war's auch, keine Abwechslung. Schade eigentlich. Geht das Spiel schon, achtet mal, 8, 9 Jahre schon alt. Das ist also kein Wunder. Okay, ich weiß, ich fahre. Herr Polizist, na denn's. Nein, Spaß. Das ist eigentlich Mission bei, wartet mal. Ich glaube, Lukas Betone gibt es dann auch. Okay, das Spiel wird übrigens jetzt gespeichert. Das ist aber nicht das Schluss machen werde. Nee, doch nicht. Hä? Ich fahre dann direkt so rum, ich fahre hier runter. Ich muss das riskieren, Freunde. Mörder. Nicht den töten. Das wäre ein fataler Fehler. Ah, jetzt gespeichert, gut. Einfach gemütlich gehen. Verschwinde! Hau ab! Was willst du von uns? Verschwinde! Verzieh dich! Lass uns in Ruhe! Hey, du! Heißt du vielleicht Joe? Dann bist du falsch. Ich heiße Pete. Na, dann bin ich George. Tut mir leid für dich. Hast du vielleicht einen Zwillingsbruder namens Joe? Mein Bruder geht dich einen Dreck an. Also, ich muss schleunigst mit einem gewissen Joe sprechen. Den Typ kenne ich nicht. Ist wohl schwer von Begriff. Es ist verdammt dringend. Dringend ist nur, dass du dich verziehst. Immer langsam. Ich gehe erst, wenn ich weiß, wo Joe ist. Kein Problem, George. Mama hat immer gesagt, Joe, sprich nie mit Fremden und keine Süßigkeiten von ihm. Boah, als ich könnte so abknallen. Was habe ich gesagt? Joe. Ach, verpiss dich doch! Eigentlich hast du... Ich will wissen, wo sie Salieris Consiglieri Frank haben. Und du wirst es mir sagen. Woher hast du denn das? Ich weiß einen Scheißdreck. Mann! Du hast so ein Glück, Alter. Nerv mich nicht, Joe. Sag mir lieber, wo er steckt. Und zwar schnell. Mann, ich sag doch, ich weiß absolut nichts. Jetzt schon gar nichts gemacht. Machen wir es halt auf die harte Tour. Spuck's aus! Ha zur Hölle! Wo steckt Frank Joe? Hau ab! Wo steckt Frank Joe? Hau ab! Wartet. Spuck's aus! Bist du schwerhörig? Boah, du gehst mir so auf die Eier, also du kleiner Blödmann. Okay, okay, das reicht! Ich darf ihn nicht töten, sonst ist ein bisschen fehlgeschlagen. Du hast gewonnen! Hör jetzt auf! Ich verrate dir auch alles! Ich bin ganz ohr.
Frank hat mit den Bullen abgemacht, dass sie nach Europa schleusen, wenn er in die Kastenbücher geht. Du solltest dich beeilen, er reist nämlich heute ab. Sie hat ihn in einem Schuppen gegenüber den Tennisplätzen in der O'Galley versteckt. Mehr weiß ich nicht. Jetzt lass mich in Ruhe, du Ratte. Du hast mir sehr geholfen, Joe. Komm das nächste Mal schneller zur Sache. Du hast mir so... Ich will es jetzt auch nicht... Aber der ging mir so auf den Sack, ey. Aber egal. Man darf den vorher töten. Das ist doch ganz klar, Freunde. Sonst weiß man nicht, wo Frank sich aufhält und so, ne? Ich wollte euch schon mal was zeigen, was er ganz... Also mehr sagt er auch nichts mehr. Die zwei Typen, die gerade von ihm da waren, da wir Komplizen sein, wir mal. Die kann man nicht töten, geht gar nicht. Bei der amerikanischen Version geht das. Ja, jetzt mal anhalten, ich habe ja Vorfahrt. Boah, ich musste ausweichen, Freunde. Gut, noch kein Polizist in der Nähe, das ist gut. Ich muss jetzt eh links reinfahren. Kreisverkehr rechts, dann geradeaus, die letzte Straße links, da bin ich schon da. Aber schon ein bisschen anders. Das ist wie die 50-50-Entscheidung. Ja, ist egal, wo man fährt, aber ich muss schon mal was machen. Vielleicht klappt das. Ich will von schon hinten kommen, von vorne. Moment, das. Oh Gott, ich mach das so. Schauen wir es ein bisschen anders. Nee, oder? Ja, komm, wo? Boah, ey. Die Laternen, die sind unzerstörbar. Da gibt's später noch ein Scharfschützgewehr. Pumpgun kennt ihr ja mittlerweile. Was gibt's denn noch? Messer gibt es, Schlagring gibt es, Granaten gibt es, Molotow-Cocktail gibt es. Sieht aus, als wären wir da. Gut, 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 gut. Ich weiß genau, wo der hinfährt. Ich weiß sogar auswendig. Ich weiß, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Ist egal, ob der auf der Karte aufgezeichnet ist. Wer das nicht gespielt hat, der Semarisch ist ja für euch. Dann mach schon Schluss. Ihr sagt nur eins: Aufs Land müssen wir fahren. Mehr sage ich nicht. Ich weiß, ich will so gerne schnell fahren, wie ich will, aber Zeit zu gewinnen und so lange bearbeiten. Nee, Polizist fahren. Ja, da muss so oder so links nach links fahren. Ich warte mal ein bisschen. Ich fahre eben noch ein bisschen schnell. Oder? Ich muss ja geradeaus fahren. Da ist er, habt ihr ihn gesehen? Das Auto kommt übrigens auch vor, wenn man gesucht ist mit dem Waffensymbol. Das spielt keine Rolle, wer erste ist. Das bleibt alles gleich. Vollidiot, ey. Bist du da jetzt? Das ist ein Patrol. Wenn ihr gesucht seid, da kommt das Auto vor. Mit den Polizisten, da gibt es aber keine Spezialhand wie Militär. Das ist also ein Pumpgun und mit Thompson und Snagelbänder. Aber es gibt ein Auto, da können wir nichts anhaben. Schwarz. Ja, kommt, ey. Das ist ein Black Metal. Der ist gegen Schusswaffen immun.
Der Nachteil ist, das Auto ist das schwerste im Spiel, also vom Gewicht her, 7 Tonnen. Die Schwachstelle sind Molotow-Cocktail, Granaten, ja, das war's auch. Reifen kann auch nicht zerstört werden, geht weniger. Außer Nagelbänder weiß ich es nicht. Oh, muss er gerade ausfahren, ey. Was macht er da? Ah. Ich will so gerne schnell fahren, aber ich kann das nicht. Bremst er immer? Boah, ich halte mich aber wirklich dran. Ich bin der Kletter. Boah. Ich muss bremsen, es kommt Gegenverkehr. Gut, Freunde, mach schon Schluss dann. Ich weiß nicht, wie ich ihn aufgenommen habe, aber... Okay, Freunde, wie es jetzt mit Frank weitergeht, das sehen wir im nächsten Teil. Also bis dahin, euer Let's Play Andy, adios und ciao.